Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem kleinen Special-Video, denn heute werde ich euch nochmal zum Abschluss der FIFA 17 Karrieremodi so mehr oder weniger meine zwei persönlichen Karrieremodi, die ich momentan am Laufen habe, vorstellen, ja, die ich privat spiele. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, warum hast du noch das Newcastle-Trikot, ganz einfach, ich habe gerade die letzte Episode von Project Newcastle zu Ende gedreht. Das heißt, wenn ihr jetzt die Chance haben wollt, dieses Trikot jetzt zu gewinnen und wenn ihr vor allem nochmal die letzte Episode sehen wollt und sehen wollt, wie wir uns so gemacht haben im Verlauf der Zweitligasaison, dann schaut auf jeden Fall nochmal die 12. Episode des Project Newcastle an. Es lohnt sich definitiv, weil wir haben viele coole Entwicklungen dabei und viele coole Ereignisse. So, wenn euch das Ganze heute gefallen sollte hier, diese kleine Übersicht, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir springen einfach mal rein in die Karrieremodi und starten durch mit Ajax Amsterdam. Und dieser Karrieremodus ist im Dezember 2017 für mich persönlich geendet, weil ich nie mehr so wirklich Lust hatte. Das Ding ist, ich habe den nämlich extrem auf Realismus gepolt, ja. Ich habe absolut nichts verpflichtet, vielleicht habe ich zwei Spieler, keine Ahnung, vielleicht ein paar mehr, aber sehr, sehr realistische Transfers nur gemacht und vor allem auch kaum was verkauft und nur fast ausschließlich auf die eigene Jugend gesetzt. Dementsprechend hat er auch sehr viel Spaß gemacht und ja, vor allem, wenn man mal nur mit Spielern spielt, die da sind, was Ajax ja, also Ajax ist ja ein Jugendverein, der kauft ja nicht großartig ein, außer halt Talente irgendwie, die sie dann weiterentwickeln und für teures Geld verkaufen, dann macht es wirklich extrem Spaß. Was wir hier gerade sehen, ist nicht meine Top-Aufstellung. Meine Top-Aufstellung sieht eigentlich so aus. Riedewald gehört da, glaube ich, auch nicht ganz hin. Da gehört eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler aus meiner eigenen Jugend hin, aber nicht Jansen, sondern Hendricks, genau. Und dann haben wir hier noch Weltmann, der gehört da auch nicht ganz hin, sondern Delikt. Tete gehört da so gesehen hin und Durmisi gehört da so gesehen auch nicht hin, sondern Sinkgraven. Aber ansonsten passt das so und das ist meine Elf und ansonsten die Transfers, die ich gemacht habe. Onana, also ich kann euch gleich nochmal den Teambericht, oder ich werde gleich nochmal den Teambericht zeigen, aber diese Aufstellung ist sehr, sehr geil, finde ich. 4-3-3 mit fast nur jungen Spielern. Der Älteste ist hier eindeutig Klaasen mit seinen 24 Jahren und ansonsten haben wir wirklich nur junge Spieler. Ich glaube, ist hier überhaupt einer über 21? Ich weiß gar nicht, ob Van Beek ist auch noch übertrieben jung. Tete ist 22. Oder Tete. Ja, er ist auch 21. Aber ich glaube, sonst ist keiner über 21. Ja, doch, Sinkgraven noch. Das ist aber krank. Und das macht mega Spaß, mit diesem Team zu spielen. Ich denke mal, ist auch nachvollziehbar. Nicht mal ein Ziyech steht bei mir in der Startelf, einfach weil er mir zu alt ist. Ich kann mit dem nicht so viel anfangen. Auch wenn ich viele Spiele simuliere. Ich bin einfach kein großer Fan von dem, weil er sich nie entwickelt. Und dementsprechend wollte ich ihn auch verkaufen. Aber ich habe kein gutes Angebot bekommen. Ich bin in der ersten Saison selbstverständlich Meister geworden. In der zweiten stehe ich jetzt gerade, glaube ich, auf Tabellenplatz 1. Müsste der Fall sein. Kann ich hier jetzt gerade nicht sehen. Aber kriegen wir bestimmt hin, wenn wir einfach mal hier auf die Tabellen gehen. Wo sind die Tabellen? Oranje Becker. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so heißt. Ja, wir sind Erster mit 8 Punkten Vorsprung vor PSV. Allerdings haben die ein Spiel weniger. 34 Tore im Vergleich zu 25, was sonst der Topwert der Liga ist. Das zeigt schon einiges darüber, was für eine Offensivpower wir da so haben. Und ich mag diesen Karrieremodus sehr, aber halt beendet, weil er mir irgendwie zu... Ja, Ajax ist zu dominant. Das mag ich halt nicht, aber ich mochte es mal so ein bisschen rumzuprobieren. Wenn ich mal auf meine Karriere so schaue, auf meine Statistik, die persönliche Trainerstatistik, weiß ich gar nicht, wer mein teuerster Transfer war. Rekordablöse waren 6 Millionen, das müsste Durmisi gewesen sein. Gesamteinnahmen sind 2,24, also ich habe auch nicht sonderlich viel verkauft bisher, muss man ja leider Gottes so sagen. Aber ja, Durmisi genau war der scheuerste. Serrero ist der Spieler, für den ich am meisten bekommen habe, den ich verkauft habe, weil ich den auch wirklich nicht mehr brauchte. Und sonst sind noch 4.000 eingenommen. Wofür kann ich leider Gottes nicht sagen. Aber gut, ja, wir gucken uns mal den Teambericht an, weil wie gesagt, ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Torhüter habe ich einmal den Kollegen Onana, der hat sich um 1 entwickelt diese Saison, letzte Saison hat er sich ordentlich entwickelt, ich glaube plus 6 oder sowas, ich glaube der hat 74, als er gestartet ist, bin mir aber gar nicht sicher. Dann haben wir Alblas, aber der ist halt, ja, das ist genauso wie Groth-Husen, ich warte nur darauf, dass einer aus der Jugend nachkommt. Tete haben wir rechts zusammen mit Cefuik und mit Weltmann, allerdings ist hier Tete der, der den natürlich am meisten spielen lässt, hat auch mittlerweile 80, ist auch gestiegen und sieht sehr, sehr stark aus. Guckt euch mal die Manndeckung an. Grätsche und fairer Zweikampf. 87, 87 und 88. Für den Rechtsverteidiger ist das überragend. Das sind Lahmwerte. Ja, Cefuik ist halt nicht, der hat noch nie gespielt. Ja, ist halt auch nicht so krass. Und Weltmann ist halt so der Ersatzspieler, der ja in Realität relativ große Rolle gespielt bei Ajax, bei Bielefeld, aber eben nicht. Matthias Delikt ist 18 Jahre alt, 79. Ich glaube, das brauche ich kaum was sagen. Der ist einfach überragend. Genauso wie Davinson. Sanchez, auch der hat sehr, sehr gute Werte für 21 mit 81. Doeki habe ich auch nicht spielen lassen, wollte ich verleihen, aber den wollte keiner haben, leider Gottes. Riedle, weil lasse ich ab und zu mal spielen, aber ist jetzt nicht so der absolute Überflieger bei mir. Das liegt ganz einfach daran, dass ich ja, den gerne verleihen möchte, aber
der ist halt zu schlecht für meine Startelf, auch wenn er früher das Megatalent war. Sinkgraven ist sehr, sehr stark, hat 5 Buden gemacht als Linksverteidiger, ja, 2 Vorlagen und entwickelt sich auch sehr, sehr gut. Allerdings ist er halt auch schon 22, 77, Außenverteidiger sind nicht so krass, muss man halt einfach sagen. Durmisi habe ich mir dann geholt, leihweise, der ist ein bisschen älter, aber ist sehr, sehr stark an sich. Ist ein Däne, deswegen, ich habe hier sehr realistische Transfers gemacht, wenn ich welche gemacht habe. Habe mir eigentlich nur junge Dänen und Holländer geholt, weil es ganz einfach daran liegt, dass Ajax ja genau so handelt. Und ich wollte halt den entwickeln und wieder verkaufen, weil ich halt mit Sinkgraven eigentlich einen habe. Aber der entwickelt sich recht gut, deswegen weiß ich nicht, ob ich das wirklich mache. Warme Dame habe ich dann verliehen. Nee, habe ich nicht verliehen. Wollte ich verleihen. Den will ich eigentlich verkaufen. Mal sehen, ob ich den verkaufe oder Numisi. Als Backup brauche ich halt auf jeden Fall einen. Aber da habe ich auch noch Smits. Und Smits ist mein Nachwuchsverteidiger mit 16 oder 60. Ich denke mal, aus dem kann was werden. Der ist sogar relativ schnell für sein Alter, beziehungsweise für einen Nachwuchsspieler. Das passt. Da bin ich mal gespannt, ob aus dem was werden würde. Dykes habe ich dann auch noch verliehen an Lyon. Könnt ihr mal sehen. Eiting ist auch ein Spieler, den ich halt nicht selbst rausgebracht habe. Deswegen spiele ich nicht viel mit dem, weil 69 mit 19 ist halt nicht so krass. Billing habe ich verliehen. Ich glaube, den habe ich sogar nicht gekauft. Schwachsinn. Kann ich gar nicht gekauft haben. An Excelsior verliehen. Ist auch nicht der krasseste, aber ja, was willst du machen? Rodney Becker ist dann, ja, einer meiner Nachwuchsspieler hier. Der hat mit 17 62, ist sogar auch relativ schnell für einen Nachwuchsspieler. Hat gute Ballkontrolle, gutes Dribbling und ich weiß gar nicht, ne, der 3-Stelle-Skills. Ich habe auf jeden Fall ein paar 5-Star-Skiller hier. Ist in Ordnung, aber ist nicht so krass. Hendrix ist dafür richtig krass. 70 mit 16. Und guck dir mal die Werte an. Also gerade Ballkontrolle, lange Pässe und so weiter und so fort. Ich meine, physisch gesehen ist er jetzt nicht so stark, aber auch 82 Übersicht und oh, das ist so eine Granate. Es macht so Spaß, mit dem zu spielen. Leider Gottes hat der nur 3-Sterne-Skills. Hätte der 4-Sterne-Skills gehabt als zentraler Mittelfeldspieler, wäre das mein Topstar gewesen. 1,80 ist auch noch groß. Richtig, richtig geil. Mit dem hat es mega Spaß zu spielen. Das war auch ein selbstgescouter. Das war jetzt nicht so Scout-Entsendet-mäßig, sondern normal gescouteter. Van Beek, ich wusste gar nicht, dass es den gibt, bis ich, oder Van Dibbik, ich wusste gar nicht, dass es den gibt, bevor ich hier den Karrieremodus angefangen habe. Der war dann auch 18 und ist mittlerweile 20. Hat 3 Tore und 3 Vorlagen, hatte 15 Spiele in der Saison und ist sehr, sehr stark. Entwickelt sich auch gut. Obwohl, naja, eigentlich gar nicht so gut. Ich glaube, mit 76 hat er angefangen letzte Saison. Hat aber da auch nicht so viel gespielt, weil da habe ich noch auf Ziyech gebaut. Naja, Klaasen bisher 2 Vorlagen. Letzte Saison war der mein Zweitmeister-Scorer, glaube ich, oder Drittmeister-Scorer, bin mir gar nicht sicher. Aber auch der sehr, sehr stark. Danny Jansen ist dann der Nächste. Ja, auch der mit 17,66, das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist einer der 5-Star-Skiller. Ja, genau. Zentrales Mittelfeld, zentrales offensives Mittelfeld ist sehr, sehr stark. Arbeitsrate Mittel hoch, das heißt fürs ZM eigentlich perfekt geeignet, fürs ZOM nicht so krass. Aber guckt euch die Werte an, das ist... Das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Deswegen macht es jetzt so Spaß, selbst wenn ich jetzt Klaasen und so verkaufe. Ich habe immer Nachwuchsspieler, mit denen ich spielen kann. Das ist quasi meine B11. Korea habe ich dann hier auch noch. Der ist 18 leider schon, aber hat auch immer einen 67 und auch gute Werte. Hat leider auch nur 3 schöne Skills, deswegen spiele ich nicht sonderlich viel mit dem. Aber ist auch 6er so gesehen. Hat dafür nicht unbedingt die Werte, wenn man sich mal so seine Defensive anguckt. Aber passt schon. Schone bzw. Schöne lasse ich kaum spielen. Der hat einfach nur noch Stellenwert bzw. ist noch da, weil der halt immer da war. Frenkie de Jong war dann hier noch. Lars Mulder, ich merke schon, das Video wird sehr, sehr lang. Ich glaube, ich mache ein zweites in 96. Aber noch Leandro Bacuna, nee, Juninho Bacuna, ups. Ja, Leandro spielt ja bei Groningen, beziehungsweise bei Aston Villa. Ich weiß gar nicht, hat man ja bei 96 mal im Karrieremodus. Ja, habe ich auch verliehen, aus dem wird wahrscheinlich nichts. Duelund habe ich mir dann gekauft. Ja, das ist, den habe ich von irgendwoher, ich weiß aus, ich glaube von... Midjiland? Von Midjiland habe ich geholt. Will ich verleihen, ist jung, ist gut, ist Däne, passt also zu Ajax und hat bisher bei mir nicht besonders viel gespielt, einfach weil ich da zu viele gute Spieler habe auf der linken Seite. Reinaldo Prado haben wir dann auch noch, ist auch noch ein Nachwuchsspieler von mir, der hat auch keine 5-Star-Skills, ist Kolumbianer, ist relativ schwer, aber dafür relativ schnell eigentlich auch wieder für Nachwuchsspieler. Passt sehr, sehr gut, gefällt mir, macht Spaß mit mir zu spielen. Ziyech, muss ich glaube ich kaum was zu sagen, wollte ich verkaufen, hat sie nicht verkauft. Pech gehabt, Abdelak Nouri, ja, auch verliehen, aber 77 mit 20, das kannst du so machen. Rodney Jansen ist verliehen an Teneriffa, sogar mal Nachwuchsspieler, die verliehen bekommen habe. Das freut mich auch sehr. Ich hoffe, der wird sich da einigermaßen entwickeln. Ist ein Spieler, den ich von den Werten her sehr geil finde. Hoch-niedrig Arbeitsraten, 78 Abschluss. Dazu 83 Schusskraft mit 18. Aus dem kann auf jeden Fall was werden. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Topspieler in den Karrieremodus, Justin Kluivert. Eigentlich habe ich nur wegen dem angefangen. 87 Antritt, 82 Sprintgeschwindigkeit, 91 Beweglichkeit, 78 Abschluss, 91 Dribbling mittlerweile. 15 Spiele, 13 Tore, 2 Vorlagen. Ich habe nur 3 Spiele gespielt. Ne? Also der macht die Tore in der Simulation. Anders als Kasper Dolberg, den wir gleich sehen werden, aber der Kerl ist, es macht so Bock mit dem zu spielen, das ist so geil. David Neres ist auch ein unglaublich geiler Spieler, ist linker Flügelspieler aus Brasilien, der auch bei Ajax schon so da war und den ich auch vorher nicht kannte, aber guckt euch mal die Werte an. Auch 89 Ballkontrolle, 90 Dribbling, 84 Antritt, 89 Sprintgeschwindigkeit, das ist so heftig und ich glaube, der hat nicht so viele Scorer diese Saison, doch auch schon 10 Scorer und ja, das ist Forster Skills, der Junge macht Spaß.
Jeb Bohlesen ist der Nachwuchsspieler von mir. 18 mit 70 mit 18, so rum. Auch gute Werte an sich, kann man nichts gegen sagen, relativ schnell. 5-Star-Skills, der ist es, genau, der Jeppe. Versuche ich auch zu verleihen, mal sehen, ob ich das schaffe, aber ja. Ihr seht, ich kann theoretisch auf jeder Position Nachwuchsspieler spielen lassen. Václav Czerny habe ich dann versucht zu verleihen, weil der passt halt nicht rein, weil ich zu viele Spieler habe. Robert Muric habe ich sogar verliehen. Der hat sogar schon ein Tor gemacht. Ach Mensch, guck mal, was sich noch nicht entwickelt. Vielleicht kommt das noch. Und jetzt kommt Dolberg und er hat erst 5 Tore und 2 Vorlagen. Liegt daran, dass die anderen ihm die Tore wegnehmen, meine Flügelspieler. Ist aber auch natürlich ein klasse Typ. Sehr gute Werte an sich für einen 20-Jährigen und ist halt in Realität eins der größten Talente bei Ajax. Richajo Zivkovic habe ich dann noch als Ersatzspieler. Der spielt momentan in der Startelf, weil Dolberg nicht so fit war, beziehungsweise weil ich halt auch andere Wettbewerber habe. 93 Sprintgeschwindigkeit. Ich wusste nicht, dass er so schnell ist. Aber ja, ziemlich, ziemlich nice. Abschluss ist noch ausbaufähig, aber als 21 kann sich halt auch noch entwickeln. Zakaria Azuzi, ja, den habe ich einfach nur, weil ich ihn nicht verkaufen konnte. Genauso wie Casiera, den wollte ich auch verleihen. Also wollte ich beide verleihen, wie ihr hier sehen könnt. Hat nicht funktioniert. 69 Abschluss mit 20, naja. Geht vielleicht noch was. Und dann kommt noch zu guter Letzt meine linke Flügelspieler Achse mit Clément, der verliehen ist, und Menik, der verliehen ist, weil ich die halt nicht gebrauchen kann, weil ich halt viele gute Spiele habe. Und Younes, der eigentlich auch nur absoluter Ersatz- und Rotationsspieler ist, habe höchstens bei der Champions League gespielt, hat aber auch halt gute Werte, ne? Wissen wir ja alle, hat bisher auch gute Scorer gesammelt, 6 Scorer in 14 Spielen als Flügelspieler, das passt. Wollte ich eigentlich auch verkaufen, aber konnte mich dann lieber das Herz bringen, weil der ist so sympathisch, der Junge. Und naja. Ja. Ne? Gucken wir uns nochmal ganz kurz die Jugendakademie an, wie die momentan aussieht. Da habe ich nämlich auch einiges Gutes auf jeden Fall noch dabei. Und zwar Max Dijkstra, der hat 60 ist 17 und 85 bis 94 Potenzial. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle unterbringen soll, deswegen lasse ich in der Jugendmannschaft ein bisschen meckern. Über Hoekstra muss ich glaube ich nichts sagen. 60 hat 91 bis 94 Potenzial. Das ist, Gott, wo soll ich die alle unterbringen? Das ist so stark. Brauer. Younes muss verkauft werden eigentlich. Und Duell und auch. Also, ich weiß nicht. Was sind das für Nachwuchsspieler? Das ist so heftig. Das ist... Ja, ja. Ich bin sehr zufrieden mit dem AS-Karrieremodus. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von so einem Karrieremodus, wo man quasi nichts kauft, außer wirklich ganz, ganz wenige Spieler und komplett realistisch bleibt und darauf einen Nachwuchs baut und dann solche Spieler hat. Ich fand's geil, ich find's geil und mir hat's extrem Spaß gemacht. Nächstes Mal gibt's dann den 96-Karrieremodus, den ich gespielt habe und der ist special. Das ist nämlich 96-Karrieremodus with a Twist. Und ich würde sagen, da sehen wir uns dann wieder bei diesem Video. Wenn euch dieses hier gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, ja, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, checkt die Links in der Beschreibung, abonniert den Kanal kostenlos. Haut rein und ciao.